Das ist jetzt ganz schön. Ich glaube, wir werden uns tatsächlich treffen. Ich bin... Oh, die Marianne. Hallo Marianne. Hat Marianne noch was? Warte mal, da war doch letztens hier noch so ein... Dachte ich. Na komm. Jetzt laufen wir nicht durch die ganze Burg. Milady? Lord Sarvik. Wie immer eine Freude. Ich bin noch kein Lord, Lady Marianne. Es scheint, als hätte Lord Halton jeden in dieser Burg angewiesen, mich so zu nennen. Gemäß den Gesetzen der sieben Königslande gehört Flussrad euch. Ihr seid der einzige legitime Erbe. Niemand kann den Titel annehmen, ohne das Urteil der großen Targaryen-Könige herauszufordern. Jeder weiß das. Es spielt keine Rolle, dass dieser Thronräuber und seine Hure anderer Meinung sind. Ihre Herrschaft wird bald vorbei sein und die Zeichen stehen gut für eure Zukunft. Ihr wolltet mich sehen, wenn ich recht informiert bin? Das wollte ich. Ich musste so schnell wie möglich mit euch sprechen. Warum treffen wir uns im Keller? Diese Unannehmlichkeit tut mir leid, Sir. Ich kam oft als Kind hierher, um allein zu sein. Für mich ist es noch immer einer der privateren Bereiche der Burg. Ihr scheint einen großen Aufwand betrieben zu haben, um mich alleine zu sehen. Und ohne, dass es jemand weiß. Worum geht es, Marianne? Ich mache mir Sorgen. Bitte seid ehrlich zu mir, Alistair. Glaubt ihr, dass der Plan meines Onkels von Erfolg gekrönt sein wird? Eure Sorgen sind berechtigt, Milady. Den Usurpator zu stürzen und der Targaryen-Dynastie wieder zur Macht zu verhelfen, sind noble Ziele. Aber damit diese erreicht werden können, werden viele Menschen eine Menge verlieren. Ich bin sicher, es gibt viele Lords, die dagegen sind. Die Häuser, die Roberts Rebellion vor 15 Jahren unterstützt haben, genießen heute viele Privilegien. Ländereien, Macht. Sollten die Targaryen wieder an die Macht gelangen, würden solche Privilegien neu verteilt werden. Die Lords, die momentan mit dem Königshaus verbündet sind, würden unsere ärgsten Rivalen werden. Und die schlimmsten von ihnen werden meine Lehensherren, die Lannisters, sein. Schließlich stammt die Königin aus diesem Haus. Ganz zu schweigen von den Häusern im Norden, die den Starks treu ergeben sind. Den Armeen der Flusslande und dem Tal von Arryn. Alles Unterstützer des Königs. Keiner dieser Lords würde eine Rückkehr der Targaryen auf den Thron gutheißen. Das Risiko für sie wäre zu groß. Allerdings gibt es im Volk noch viele, die hoffen, dass die Targaryen-Dynastie wieder aufersteht. Und natürlich wird es immer Unterstützung von den Lords geben, die an der Seite der Targaryen gekämpft haben. Sie werden versuchen, ihre früheren Privilegien zurückzugewinnen. Die Zeit wird es zeigen. Nur Rolor weiß, was uns die Zukunft bringt. Wir müssen an unsere Sache glauben. Ihr habt recht. Mir macht nur Sorgen, was geschieht, wenn wir scheitern. Ich gebe zu, das Ergebnis wäre nicht besonders herzerwärmend. Aber stellt euch folgende Frage. Haben wir eine Wahl? Wir tun dies für die Ehre und aus der Notwendigkeit heraus. Jetzt ist nicht die Zeit, an uns selbst zu zweifeln. Ja, aber es gibt auch Alternativen, Alistair. Dies sind gefährliche Worte, Lady Marianne. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht vor, meine eigene Familie zu verraten. Aber mein Onkel ist so darauf fixiert. Die ganze Angelegenheit ist für ihn zu einem heiligen Krieg geworden. Sein einziger Grund zu leben. Ich bin mir nicht sicher, ob er über die Konsequenzen nachgedacht hat. Über das, was passiert, wenn das alles fehlschlägt. Wir könnten alles verlieren. Ich fürchte, dass er manchmal zu weit geht, um seine Ziele zu erreichen. Manche seiner Methoden lassen mir das Blut in den Adern gefrieren. Wenn ich eins von Tywin Lannister gelernt habe, ist es, dass Opfer unvermeidlich sind. Vor allem, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, den Eisernen Thron zurückzuerobern. Ich frage mich, ob das weise ist. Was war das? Keine Bewegung, Flittchen. Alistair! Bei den Flammen! Tut nichts, was ihr bereuen würdet, Soldat. Ganz ruhig. Habt ihr Alistair gesagt? Das ist mein Name. Alistair Sarvik. Du bist es wirklich? Den Sieben sei Dank. Wovon sprecht ihr? Wer seid ihr? Ich bin es. Garvin. Hä? Garvin? Lobet den Herrn des Lichts. Was hast du mit dieser Schlange zu schaffen? Ihr jämmerlicher Onkel hat mich monatelang gefoltert. Was? Es tut mir leid, Alistair. Ich wollte es euch erzählen. Ihr wusstet davon? Vergebt mir.
Ich wusste nicht, wie ich es euch sagen sollte. Das meinte ich, als ich von Methoden sprach, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließen. Halt deine gespaltene Zunge. Jede verfluchte Seele in dieser Burg ist mitschuldig. Wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass ihr Alarm schlagt, Marianne. Was? Das würdet ihr nicht wagen. Wir sollten euch die Kehle durchschneiden. Aber da ihr unschuldig sein könntet, wie ihr es behauptet, werde ich es nicht dazu kommen lassen. Gavin, halte sie. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Diese niederträchtige Schlampe hätte uns umbringen lassen. Da bin ich mir nicht so sicher. Egal, jetzt sollte sie für eine Weile außer Gefecht sein. In der Zwischenzeit wäre es besser, wenn sie niemand findet. Wir können sie in der Truhe hinter dir verstecken. Gute Idee. Wie schnell der einfach mal den glaubt. Bei den sieben Höllen, was habe ich durchgemacht? Es ist ein Wunder, dass ich hier stehe. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal etwas anderes als diese Zelle sehen würde. Ohne diese Verkleidung als Wache hätte ich nicht die geringste Chance gehabt. Sag es mir, Gavin. Was haben sie dir angetan? Halton hat mich so lange im Verlies festgehalten. Wo soll ich anfangen? Ich dachte, du wärst tot. Ich bin deiner Spur in Königsmund gefolgt. Ich sah deine Leiche. Ich fand dein Medaillon. Halton nahm mir dieses Medaillon ab, als er mich gefangen nehmen ließ, zusammen mit all meinen anderen Habseligkeiten. Er musste sicherstellen, dass du es findest, damit du von meinem Tod überzeugt warst. Aber was ist mit der Leiche, Gavin? Ich schätze, es war nicht schwer, dich in die Irre zu führen. Er brauchte nur meine Kleidung und eine Leiche, der er sie anziehen konnte. Ich war noch ein Junge, als du fortgegangen bist. Du konntest ihre Täuschung nicht durchschauen. Wahrscheinlich hat dieser Hund Desmond das alles inszeniert. Und Halton hat währenddessen die ganze Zeit versucht, mich zu brechen. Was hat Halton dir gesagt? Später, Alistair. Bitte bring mir etwas gegen die Schmerzen. Jeder Knochen meines Körpers tut weh. Wir können später darüber reden. Gut. Ich suche auch etwas, womit wir dein Gesicht bedecken können. Sonst wird man dich in dieser Burg bald wiedererkennen. Ruh dich hier aus. Ich bin bald zurück. Ja, und wie? Bleib nicht hier, Alistair. Ich werde warten, solange wie es dauert. Okay. Plötzlich lebt unser Bruder wieder. Das ist jetzt alles sehr strange irgendwie gerade im Moment. Das ist alles sehr freaky. Also hat uns der Typ doch an der Nase herumgeführt. Verarscht. Angelogen. Also ist halt dann doch der blöde Penner, für den ich ihn gehalten habe, immer. Heimlich, ohne dass einer gemerkt hat. Ich hatte mir sowas ja irgendwie schon gedacht. Ganz ehrlich gesagt. Oh, da ist wieder nochmal eine Geheimtür, durch die ich nicht durchkomme. Durch die ich nicht durchkomme, richtig. Ha, da hinten gibt's was zu erzählen. Ist das einfach beim George? Beziehungsweise beim Martin? Ich liebe dieses Titel, dieses Intro-Theme. Welch großartiger Song. Ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hat. Müsste ich mal nachgucken. Ja, Martin. Hat ja doch mehr. Er spielt ja doch anscheinend eine wichtige Rolle als erwartet. Ich dachte, es wäre nur so ein kleines Cameo, aber jetzt sind wir schon das dritte Mal hier. Sir Alistair, wie geht es euch heute? Vielleicht könntet ihr mir helfen. Ich habe wieder diesen Schmerz in meinem Arm. Meister Harwin in Flussrad hatte verschiedene Salben, um diese Sache zu behandeln. Harwin? Wisst ihr, wir arbeiten manchmal wissenschaftlich zusammen und stehen in regen Kontakt miteinander. Er ist ein weiser und treuer Freund. Er ist ein großer Mann. Ich verdanke ihm eine Menge. Was ich schon immer an ihm bewundere, sind sein Wissensdurst und seine Neugier. Ich muss allerdings zugeben, er hätte eure Brandwunden besser behandeln sollen. Ich wollte sie nicht geheilt haben.
Die Bekanntschaft mit dem Feuer war kein Unfall. Ah, ich verstehe. Das wäre auch sehr ungewöhnlich für Harwin gewesen. Ich würde gern mehr über die Zitadelle und eure Lehrzeit erfahren, Meister. Ich weiß fast nichts darüber. Ach, die Zitadelle, wo ich meine glücklichste Zeit verbracht habe. Versteht das nicht falsch. Ich beschwere mich nicht über meine aktuelle Position. Aber was für Erinnerungen, jung zu sein und zum ersten Mal durch Altsass zu schlendern. Ich war selbst bereits dreimal dort. Ein einmaliger Anblick. Nichts in den sieben Königslanden kommt dem gleich. Und die Zitadelle. Was für ein Ort der Gelehrtheit. Von dort aus verbreitet sich die Flamme des Wissens über die ganze Welt. Jeder, wie es ihm gefällt, würde ich sagen. Während ihr eure Gedanken von Wissen erhellen lasst, erhalte ich Erleuchtung vom Licht des Herrn. Wissen ist Macht, mein Freund. Nur durch die Macht des geschriebenen Wortes können wir unser Wissen an unsere Nachfahren weitergeben. Ihr habt nicht Unrecht, Meister. Wir nutzen ebenfalls die alten Schriften, um unsere neuen Lehrlinge im Tempel zu unterrichten. Auf mich üben Bücher solch einen Reiz aus. Aber vergebt mir, ich schweife ab. Ich habe genau das, was ihr gegen den Schmerz benötigt. Hier, lasst mich diese Salbe auftragen. Danke, Meister. Aber ich würde sie lieber selbst auftragen, wenn es euch nichts ausmacht. Wie ihr wünscht. Es ist nur eine Gewohnheit von mir. Die meisten Leute bestehen darauf, dass ich mich um alles kümmere. Nehmt das hier. Das sollte den Schmerz lindern. Vielen Dank. Einen guten Tag. Gut, diese Salbe wird Gavins Schmerzen lindern. Jetzt muss ich für ihn einen Helm finden. Was für ein pfiffiges Kerlchen. Ja, ja, einfach so. Ein Helm. Ich habe ein paar Helme im Inventar. Hier, guck mal, ich hätte hier noch einen. Kann man dem nicht den geben? Ich habe hier alles voll, aber... geht irgendwie nicht. Hm, bring jetzt einen Helm her. Tja, also die Karte sagt schon mal nix. Das ist natürlich schon mal gut. Das heißt, ich werde mal nach oben eine Etage hochlaufen. Hier wird auch nichts. Was war das? Mal wieder ein Tür-Clipping-Irgendwas-Fehler. Das passiert ja recht oft in diesem Spiel, muss man sagen. Dass die Kamera einfach mal auseinanderbricht. Tja, hier ist irgendwie auch blöd. Sehen meine entzückten Augen. Ein brennender Busch. Ich sollte auch richtig klicken. Ah, kacke. Da kommt man schon mal nicht durch. Ja, hier war vorhin ein Helm. Den habe ich aber schon mitgenommen, schlau wie ich bin. Ist bestimmt abgeschlossen. Klar. Ich habe hier gerade angefangen. Und hier ist bestimmt abgeschlossen. War ja auch wieder überhaupt nicht klar. Tja. Es funktioniert alles super. Hm. Es geht ja noch eine Etage höher. Beziehungsweise tut es nicht. Kriege ich denn jetzt einen Helm her? Verdammt. Einen Helm her. Bin ich hier? Hm, jetzt bin ich hier oben. Hier war ich quasi gerade, aber ein Helm. Weiß ich nicht, wo ich den hier hernehmen soll. Oh, Gavin. Kommt man eigentlich hier runter? Hier gibt es überhaupt keinen. Was war das? Einen Fehler im Spiel. Ich war kurz rückwärts gelaufen.
Alistair hat sich gerade gedacht, machen wir einfach mal einen Moonwalk. Schaden tut's nicht. Es ist übrigens, um das mal zu sagen, sehr auffällig, dass der George, beziehungsweise der Marty, eigentlich nicht in dieses, ja, eigentlich nicht in diese Welt gehört, da er der einzige Charakter ist, der in diesem, naja, Mittelalter-Setting eine Brille tragen darf, kann, hat. Weil zu der Zeit, wo diese Welt spielt, bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass es keine Brillen gab. Aber er hat trotzdem eine. Nicht, dass das stört. Weil, wie gesagt, wenn man weiß, wer das ist, dann spielt es auch keine große Rolle. Ach, hier sind jetzt die Türen auf. Sehr gut. Es ist ja mehr so ein... Ne? Wie gesagt. Es ist ja mehr ein Gastauftritt. Ach, hier geht's noch weiter. Sieh mal einer an. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Also, Alessandra, hatte ich nicht recht? Die kleine Shorey hat dich letzte Nacht schön warm gehalten, oder? Na klar. Sie war ihrer Aufgabe eindeutig gewachsen. Ich glaube, sie hatte sogar Spaß dabei. Natürlich hatte sie das. Denen gefällt das doch allen. Manchmal muss man nur ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Ja? Auf jeden Fall werde ich die bald wieder vor Vergnügen stöhnen lassen. Wer weiß auch schon, ob morgen nicht ein Krieg ansteht. Man muss solche Gelegenheiten nutzen, solange sie sich bieten. Ja, die sind ja nette Jungs. Kann ich die einfach mal über den Haufen kloppen? Das müsste funktionieren. So bleibt mein Bruder unbemerkt. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss zurück zu Garvin. Okay, mit denen kann man noch nicht reden. Hier? Kann man da noch durch? Kann man so. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin hier. Okay. Das bedeutet, ich muss den ganzen weiten Weg wieder zurücklatschen. Na klar, dass das am Ende des, des Schlosses ist. Wie komme ich denn jetzt da am sinnvollsten hin? Am schnellsten hier rüber. Da runter. Oh, jawohl. Hier durch, hier rum, hier runter. So langsam kenne ich mich in Burgholz hier aus. Ich bin ja jetzt schon eine Weile hier mit zwei Charaktern. So, dann wollen wir unseren Bruder erretten.